Hallo, legen wir gleich los. Wenn etwas gar nicht klappt, dann ist sprichwörtlich was. Die Spinne dran, der Wurm drin oder der Floh drauf. Es ist der Wurm drin. Antwort B ist richtig. Wie hoch kann die Rotbuche wachsen? 15, 45 oder 75 Meter? B stimmt, sie kann bis zu 45 Meter hoch werden. Wie heißt die Hauptstadt von Nordmazedonien? Sarajevo, Podgorica oder Skopje? Skopje stimmt, Antwort C. Wo befindet sich das deutsche Raumfahrtkontrollzentrum? Oberpfaffenhofen, Garching oder Regensburg? In Oberpfaffenhofen. Antwort A ist richtig. Frage 5. Wo erschien das kommunistische Manifest? In Trier, London oder Paris? Das Manifest der Kommunistischen Partei erschien in London. Wie groß wird der graue Kranich? 80, 100 oder 120 cm? Er wird bis zu 120 cm groß. Welches Buch stammt von George Orwell? 1984, Solaris oder Krieg und Frieden? Es ist 1984. Antwort A ist richtig. Welches ist das leichteste Gas? Neon, Sauerstoff oder Wasserstoff? Wasserstoff ist korrekt. Antwort C. Welche Naturkatastrophe löschte die Stadt Pompeji aus? Tornado, Vulkanausbruch oder Flutwelle? Pompeji wurde durch einen Vulkanausbruch zerstört. Antwort B. Wie groß ist das Herz eines Blauwals? Gefällt dir das Quiz? Dann hinterlasse ein Like und abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Wie ein Hund, wie ein kleines Auto oder wie eine Melone. Es wird so groß wie ein kleines Auto. B ist richtig. Was ist ein Stockfisch? Ein langer, dünner Aal, ein brauner Hai oder ein getrockneter Dorsch? Es ist ein getrockneter Dorsch. Antwort C. In welchem Land liegt der größte Nationalpark Europas? In Russland, Deutschland oder Norwegen? Es ist der Jugendwar in Russland. Welches Tier ist der Harzer Roller? Lass dich vom Bild nicht verwirren. Ein Fisch, ein Vogel oder ein Insekt? Vogel ist korrekt. Antwort B. Wie oft war Shimon Peres Premier von Israel? Zweimal, dreimal oder viermal? Zweimal. Antwort A. Frage 15. Wie heißt die Welt in Herr der Ringe? Mittelerde, Moria oder Bruchtal? Mittelerde. Antwort A. Für welches Spiel ist Altenburg in Thüringen bekannt? Für Mühle, Halma oder Skat? Für Skat. Antwort C stimmt. Was ist ein Samum? Ein Kampfbeil, Sandsturm oder ein Teppich? Thank you.
Es ist ein Sandsturm. An welchem See steht Schloss Chillon? Am Langen See, Thuner See oder am Genfer See? Am Genfer See, C ist richtig. Vorletzte Frage. Welcher Begriff ist eng mit der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels verbunden? Weltgeist, Altruismus oder Positivismus? Es ist der Begriff Weltgeist. Letzte Frage. Welche deutsche Schauspielerin wurde mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet? Romy Schneider, Marlene Dietrich oder Luise Rainer? Es war Luise Rainer. Antwort C. Hast du alle Fragen richtig beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr.